So sieht dieses virtuelle Büchergestell von iBooks aus. Und ich habe hier, wie du siehst, drei E-Books erstellt mit iBooks Author. Schauen wir mal rein ins erste. Normalerweise beginnt ein Buch mit seinem Einleitungsmedium. Das kann ein Foto sein oder auch ein Film. Und mit einem Wisch kommst du ins Inhaltsverzeichnis. In diesem Fall hat es jetzt effektiv nur zwei Kapitel. Und am unteren Bildrand sind die verschiedenen Seiten in Miniaturformat aufgelistet und du kannst direkt auf so eine Seite springen. Ich pflege meist das Kapitel mit einer kurzen Einleitung und anschließend mit einem Auftrag zu beginnen. In diesem Fall geht es darum, dieses Kapitel durchzuarbeiten und sich Notizen zu machen, beziehungsweise zu jeder Gottheit des Hinduismus, die hier vorgestellt wird, einen Steckbrief in Evernote abzulegen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Büchern hat man natürlich multimediale Funktionen, zum Beispiel diese Bildergalerie, in der man im Vollformat durch die Bilder hindurch scrollen kann. Aber auch im Text hat es interaktive Elemente. Zum Beispiel kann ich gewisse Wörter im Glossar nachschlagen. Das habe ich natürlich manuell gemacht. Neben Bildern kann es selbstverständlich auch Audiodateien enthalten. Und sogar Filme sind möglich. Mit dem Text kann man wirklich arbeiten. Die Schülerinnen und Schüler können sich zum Beispiel Markierungen hinterlassen, könnte zum Beispiel den Auftrag geben, alle Namen werden mit gelb markiert, alle Gegenstände mit rot, oder man könnte auch direkt Notizen hinterlassen. Die man nachträglich wieder aufrufen kann. Es sind weitere interaktive Elemente möglich. Wenn ich zwei Finger zusammenziehe, so komme ich wieder zum Inhaltsverzeichnis und ich kann zum Beispiel an den Schluss des Kapitels springen, wo ich ein Quiz bereit habe. Hier kann das Leseverstehen nochmals geprüft werden. Und so weiter und so fort. Ja, du siehst, es ist wirklich ein attraktives Format, wo eben alle Sinne angesprochen werden und die Schüler auch sich intensiv mit der Thematik auseinandersetzen können. Noch ein kurzer Blick auf das Werkzeug, mit dem ich diese Bücher zusammengestellt habe. iBooks Author ist ein Gratisprogramm für Macs. Es läuft allerdings nur auf den neuesten Betriebssystemen, also 10.9 idealerweise. Und du siehst, es ist im Prinzip sehr ähnlich wie eine herkömmliche Textverarbeitung. Man kann mit Drag and Drop Elemente einfach reinziehen, also Bilder direkt aus dem Internet. Selbstverständlich gehört dann auch eine entsprechende Quellenangabe dazu. Und du hast weitere Möglichkeiten wie geometrische Formen, Tabellen, Diagramme, die integriert werden können. Und sehr attraktiv für mich jetzt eben diese Widgets, wo ich interaktive und multimediale Elemente in No Time erstellt habe. Beispielsweise auch ganze Keynote-Präsentationen, also das Pendant zu PowerPoint, lassen sich einfach so integrieren.